Der Hecke geht's wieder gut. Und ich mache mich auf die Suche nach Pflanzen und Tieren, die schon tot sind. Schon sehr lange tot. Ich suche Versteinerungen. Die findet man überall im Bergischen Land. Man muss nur ein bisschen danach suchen. Solche Versteinerungen erzählen eine ganze Menge über die Geschichte des Bergischen Landes. Es war nämlich mal Wüste, es war mal Meeresboden, es war mal Urwald und auch ein richtiges Hochgebirge. Vor allem erzählen die Felsen aber was über das Alter des Bergischen Landes. 300 Millionen Jahre. Und damit ist das Bergische mal mehr als doppelt so alt wie die Alpen. Stefan Vogt und sein Kollege Lothar sind Höhlenforscher. Sie wollen mir das Bergische von unten zeigen. Ein Ausflug in 350 Millionen Jahre Geschichte. Die beginnt für mich in einem trockenen Bachbett. Ja, hier ist das Bachbett noch trocken, aber das wird sich gleich ändern. Oh Mann, was ist hier passiert? Ja, hier verschwindet der Walbach in einem unterirdischen Höhlensystem, was bisher noch nicht erforscht werden konnte. Ach, das heißt, unten drunter ist alles wie ein Schweizer Käse? Genau, löchrig wie ein Schweizer Käse und das Wasser kommt in 800 Meter in der Agger wieder raus. Ja, und es ist sogar so, dass unter dem Bachbett Höhlengänge verlaufen, die völlig trocken sind. Und in die wollen wir rein. Immer dem Wasser hinterher. Und hier ist jetzt irgendwo der Eingang. Genau, hier ist der Schachteinstieg zum Kallenloch. Der Horizontaleingang ist schon lange zugeschüttet. Ach, hier direkt. Genau. Ja, die Höhlenforscher sind ja nicht so erpicht, dass die Eingänge so offen liegen. Stefan Vogt schließt auf und dann geht's los. Spätestens 10 Meter unter der Erde duzt man sich. Achtung, letzte Stufe. Jetzt musstest du runter. Das heißt, ihr habt die Leiter zu kurz gemacht. Ja. Ah, sehr elegant. Das sind genau 10 Meter, wo die Leiter zu Ende ist. Wie findet man im großen Bergischen Land so einen kleinen Schacht? Ja, das hat eine besondere Bewandtnis mit diesem Schacht. Diesen Schacht gab es zuerst nicht. Der Eingang, der liegt daneben und dieser Schacht ist eingebrochen. Guck mal hier, wenn du auf den Boden guckst, dann siehst du überall diese Sandsteinbruchstücke. Das ist kein Kalkstein. Das ist die Deckschicht, die früher über der Höhle gelegen hat. Die ist so in den letzten 80 Jahren eingebrochen und damit war der Schacht offen. Und dann habt ihr ihn gefunden? Nee, leider haben vor uns das Leute gefunden. Die haben dann das hier benutzt, diesen wunderschönen Höhlenteil, um hier ihren Müll zu entsorgen. Über 100 Kubikmeter Abfall mussten die Höhlenforscher mit bloßen Händen ausräumen. Dann lagen die Gänge frei. Ja, jetzt klettern wir hier die Schutthalde vom Schacht runter, kommen gleich in die erste größere Halle des Kallenlochs. Ja, hier wird es jetzt so ein bisschen lehmig, wie man hört. Ein bisschen? Ein bisschen, ja. Das sind die schmatzenden Geräusche. Genau, das ist der Lösungsrückstand. Ja, bei der Auflösung des Kalksteins sind die Tonminerale hier geblieben und bilden nun diesen herrlichen, batzigen Lehm. Was ist das da oben? Ist das Schimmel, das Weiße? Nee, das ist, weiß man erst seit einigen Jahren, das sind Bakterienüberzüge. Die kann man sehr schön sehen, die Kondenswassertropfen obendrauf, die glitzern also wunderschön. Es handelt sich dabei leider nicht um Silber, sondern nur um Wasser. Und diese Bakterienüberzüge hat man jetzt in den letzten Jahren jetzt festgestellt, die scheiden also CO2 aus und sind somit beteiligt an der Höhlenbildung. Das hat schon was von Tauchen ab und zu, ne? Ja, eintauchen zumindest. Nur dann nicht kopfüber hinfallen. Richtig. Und dann sind wir endlich am Ziel, im Bergischen Land vor 350 Millionen Jahren. Ja, jetzt sind wir in der Halle Kallenloch, in dem eigentlichen Hauptraum der Höhle.
Der war bis zur Decke mit Müll vollgestopft, ist alles leergeräumt worden. Und jetzt kann man wunderschön hier die Geologie betrachten. Ja, hier haben wir eine sehr schöne Koralle. Man sieht die einzelnen kleinen Korallenstückchen. Dann haben wir hier eine Stromatopore. Was ist Stromatopore? Stromatopore ist eine heute ausgestorbene Tiergattung zwischen Schwamm und Koralle etwa. Mhm. Daraus sind die Riffe aufgebaut. Hier sieht man überall diese kleinen Korallenstückchen herausgucken. Hier oben haben wir dann diesen Brandungsschutt, diesen Brandungskalk, also Kalkstein, der durch Brandung zerrieben worden ist. Das heißt, bis hier lag das Bergische Untermeer. Ja, auch darüber noch, weil da setzt dann wieder Riffkalk ein und wird dann ganz oben begrenzt. Das heißt, da kam dann eine Schüttung vom Festland und hat das Korallenriff beerdigt. So, jetzt geht's hier in den Kriechgang. Aha, wie weit geht's da runter? Ach, so 3-4 Meter, ist nicht so doll. Etwa 6-7 Meter lang. Auf den Rücken, auf den Bauch legen. Auf den Bauch ist am besten. Aber wer nicht hören will, muss leiden. Genau richtig mit den Füßen. Super. Wie eine Elfe gleitet er durch den Schlund. Super. Etwas hoch. Mann. Schön eng, ne? Och, es geht. Och. Ja, wir sind jetzt hier in einem ganz anderen Höhlenteil. Wenn du dir die Wände hier anguckst, hast du keine Laubform mehr, sondern man sieht überall Bearbeitungsspuren. Bearbeitungsspuren? Ja, und zwar wir sind in einem Teil, der früher ein mittelalterliches Bergwerk war. Und Bergleute sind damals immer entlang natürlicher Hohlräume gegangen, weil es war für sie viel einfacher, dieses verbackene Material aus dem natürlichen Höhlengang zu entfernen, als eben den massiven Kalk zu bearbeiten. Über 400 Jahre war kein Mensch hier unten, bis Stefan Vogt kam. Wie fühlt man sich als Höhlenforscher, wenn man hier so eine Höhle wie die entdeckt? Ja, im Bergischen ist das immer was ganz Besonderes, weil im Bergischen sind die großen Höhlen nicht so weit gesät. Und wenn man dann nach langer Grabung endlich mal offene Hohlräume sieht und dann so eine tolle Halle, wie wir sie hier haben, mit diesem wunderschönen Formschatz, das ist schon ein Gefühl wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Ja, schon dunkel. Ich habe mich aufs Tageslicht gefreut. Ja, aber nach 7 Stunden ist das vorbei. Und wenn du mir noch sagen kannst, warum du sauberer bist als ich. Tja, das liegt an der Feinmotorik. Das ist frech.